Herzlich willkommen in der Gesundheitsabteilung, damit zu einem weiteren Video. Und in diesem Video soll es heute nochmal um Schlafstörungen gehen bei Schilddrüsenerkrankungen oder bei Hashimoto, wie auch immer. Ja? Ich habe das Problem, dass ich Schlafstörungen habe, beziehungsweise hatte, kann ich schon fast sagen, denn ich schlafe mittlerweile wie ein Stein. Ja? So. Und ich hatte ja schon vor ein paar Videos, hatte ich ja schon über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. Ich dachte aber, über dieses Nahrungsergänzungsmittel mache ich nochmal ein extra Video. Und zwar dreht sich es hier nochmal um das Ashwagandha. Ja, ich hoffe, man kann es gut erkennen. Ja, ist ein bisschen hell hier. Es ist Ashwagandha. Ja, das, was ich jetzt habe, ist ein ganz günstiges. Das habe ich bei Amazon bestellt. Ja, kannst du überall bekommen. Ja, und ich wollte einfach nochmal drüber sprechen, was passiert ist, als ich Ashwagandha eingenommen habe. Ja, was ich getan habe, ich habe das jetzt erst abends vorm Schlafengehen getestet, ja, habe dann immer so eine Tablette, habe ich mir gegeben, abends vorm Schlafengehen, ungefähr so 2-3 Stunden später habe ich schon gemerkt, wie ich so langsam in so einen, ja, in so einen schlummrigen Zustand verfalle, ja, und ich konnte dann auch sehr gut schlafen. Dann habe ich das auch tagsüber mal morgens direkt nach dem Frühstück Ashwagandha genommen und ich habe gemerkt, generell, dass man wesentlich ausgeglichener durch den Tag geht, ja. Das habe ich natürlich nicht nur an mir gemerkt, ich habe das auch noch an Bekannten gemerkt, die haben keine Schilddrüsenprobleme, aber die haben auch schon gemerkt, die lassen sich nicht so leicht stressen, ja, auch wenn es mal irgendwo stressig wird, auf Arbeit oder sonst wo, ja, man bleibt eher in so einem ganz gechillten Zustand, ja, und von daher muss ich sagen, ich kann Ashwagandha wirklich empfehlen, ja, probiert es einfach mal aus, ja, kauft euch mal irgendwie eine Packung auf Amazon oder was, ja, probiert es einfach mal aus, wie das bei euch bekommt, ja, und ich muss wirklich sagen, wenn ich abends schlafen gehe, eine Tablette reicht vollkommen zu, Ashwagandha am nächsten Morgen beim Aufstehen, tagsüber nicht mehr so oft, also ich nehme es nicht mehr jeden Tag morgens, sondern ich nehme es jeden Abend vorm Schlafengehen und am Tag nehme ich es vielleicht so 2-3 Mal die Woche, ja, circa. Das als Tipp dazu, probiert das mal, vor allem an die ganzen Schilddrüsenpatienten da draußen, falls ihr Einschlafprobleme habt. Oder es gibt ja auch genügend Menschen, die haben auch so Einschlafprobleme ohne Hashimoto. Probiert das mal aus mit Ashwagandha, wenn ihr auf Arbeit viel Stress habt. Das lässt euch ein bisschen runterkommen und auf einmal werden die Probleme gar nicht mehr so groß und man, sag ich mal, ist viel gechillter, ja, also richtig entspannt, ja, das dazu. Danke, dass du das Video bis hierher geschaut hast. Gib mir gerne einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat. Abonniere meinen Kanal. Alle Links findest du wie immer in der Videobeschreibung. Bis bald.